Mission 100.000 Zuschauer in der laufenden Saison. Pünktlich wie die Maurer warteten die CFC-Fans vor den Eingangstoren, besorgten sich noch Tickets für das Derby gegen Erfurt und das Stadion füllte sich Stück für Stück, während sich unsere Jungs aufwärmten für die Partie, für ein weiteres Heimspiel und hoffentlich einen weiteren Heimsieg. Verloren hat man 2015 zu Hause nämlich noch nicht. Wieder mit dabei Dan-Patrick Pockenberg und Marc Endres. Die beiden mussten zum Auswärtsspiel gegen Münster ihre Gelbsperren absitzen, sind aber jetzt wieder mit in unserer Abwehrkette. Unser Gerdl schwenkt die Fahne und alle sind heiß auf das vielversprechende Spiel, nachdem man ja zuletzt gegen Dresden als Derby-Sieger vom Platz gehen konnte und auswärts gegen Preußen Münster siegreich sein konnte. Die Anfangsphase begann weniger glanzvoll, dafür mit mehr Kampf beider Seiten, viele Zweikämpfe, Kopfballduelle, hohe Bälle und es sollten gute 10 Minuten verstreichen, bis sich die erste Torchance anbahnte und zwar natürlich für unsere Himmelblauen. Hier der Einsatz von Reggio Fosu, der Ball wird per Grätsche von Erfurt geklärt, aber gelangt direkt zu Fabian Stenzel und er bringt die Kugel unter Kontrolle, zieht ab und da muss Klevin, der Erfurter Keeper, direkt ran, konnte diese erste Chance vereiteln, aber es war das erste Ausrufezeichen dieser Partie. Die Gäste brauchten noch weitere 20 Minuten, ehe sie hier zu ihrem ersten gefährlichen Torabschluss kamen. Aydin meldete sich zu Wort mit dem Strafenschuss, aber Pentke ist da, hält den Kasten sauber. Und unsere Himmelblauen, sie versuchten ihr Spiel aufzuziehen über mehrere Stationen, aber insgesamt schienen beide Mannschaften ein paar Prozente zu fehlen, um sich durch die gegnerische Abwehr zu boxen. Kleinere Unsicherheiten, die zwar nicht immer der Rede wert waren, aber auch unsere Jungs wissen, dass da definitiv noch Luft nach oben ist. Erfurt dann gegen Ende der ersten Halbzeit ein bisschen mutiger, versuchte offensiv nochmal vor dem Pausenpfiff durchzustarten. 42. Minute, Brandstätter auf dem Weg zu unserem Tor und Pentke mit dem Reflex vereitelt hier diese große Chance der Gäste. Und unsere Nummer 1 ist wenige Augenblicke später gleich nochmal gefragt. Erfurter über rechts hier mit der Flanke. Die kann noch nicht verwertet werden, aber Aydin ist da und Brandstätter verlängert jetzt hier per Kopf. Und Pentke mit der Glanzparade hält unsere Himmelblauen im Spiel. Jetzt nochmal das Team unseres Cheftrainers mit Philipp Türbitz auf rechts. Flanke ins Zentrum zu Reggie. Doppelpass mit Blöding und Reggie Ofosu mit der Riesenmöglichkeit in dieser ersten Hälfte. Das hätte es doch vielleicht sogar schon sein können. Wieder unser CFC. Eckball durch Türpitz auf Anton Fink. Ja, da kann er ihn nicht direkt in den 16er bringen. Wieder zurück zu Türpitz und er läuft kurz an und zielt aufs Tor. Und noch ein Abschluss. Aber Klevin ist zur Stelle. Die erste Halbzeit fast vorbei. Erfurt nochmal am Drücker. Langer Ball in den Strafraum. Brandstätter mit dem Kopf und wieder ist Pentke da. Mensch, der war immens wichtig. So kurz vor der Pause. Pentke hat ihn sicher. Das war jetzt schon die dritte Parade, die hier einen möglichen Rückstand verhindern kann. Dann gab es den Pfiff. Durchschütteln, nochmal neu sortieren, damit es besser in die nächsten 45 Minuten starten kann. Und es sollte ereignisreich losgehen. 51. Spielminute, unsere Chemnitzer Jungs zügig auf den Weg zum Tor. Ball aufgelegt für den ansprintenden Türpitz. Straffer Schuss, aber abgeblockt von Klevin. Aber Löning ist zur Stelle. Haut das Ding in die Maschen. 1:0. Das ist die Führung. Ein schöner Treffer. Und befreiend aufgrund der etwas zähen ersten Halbzeit. Löning hier mit seinem vierten Tor in Himmelblau. Und jetzt heißt es, die Führung weiter auszubauen, um den Heimsieg auch dingfest machen zu können. Und da lassen sich unsere himmelblauen Kicker auch nicht lumpen. Erfurt hier mit dem fatalen Fehler, der von unserem Kapitän Anton Fink eiskalt ausgenutzt wird. Anton Fink vor dem gegnerischen Tor macht das selbst. Na aber hallo, natürlich macht das selbst. Und wie? 2:0 für unser CFC. Und als Dank gibt's die Sprechchöre von den Rängen für unseren Kapitän. Jetzt sind unsere Jungs richtig heiß und torhungrig. Hier die Flanke in den 16 und da ist wieder Frank Löding mit dem Kopfball. Klevin kann da gerade so
das dritte Tor unserer Himmelblauen verhindern. Die Schlussphase ist eingeläutet, Erfurt hat sich aber noch nicht aufgegeben. 76. Spielminute, Wiegel sieht er den hereinlaufenden Brandstätter. Aber zum Glück haut er das Ding drüber. So bleibt es noch weiterhin beim 2:0. Die 90. Minute ist angebrochen, nicht mehr lang und der nächste Heimsieg wäre perfekt, aber dann kommt es zu diesem Foulspiel von Kevin Konrad an Palacios. Elfmeter für Erfurt. Da fragt sich auch Kevin Konrad, musste das sein? Rafael Cichos tritt an und sorgt für den Anschlusstreffer der Gäste. Jetzt war dann doch noch mal ein bisschen Zittern angesagt. Letzte Möglichkeit für Erfurt, ein Eckball, aber Penske mit den Fäusten raus, das Ding. Und dann hier ein Foulspiel an Fabian Stenzel und das reicht dem Schiedsrichter, um die Partie zu beenden mit 2:1. Obsiegen unsere Himmelblauen und sie sind erneut Derbysieger. Auch wenn leider die Mission 100.000 Zuschauer in der laufenden Saison auf die nächste Partie gegen Wiesbaden verschoben werden muss. Nichtsdestotrotz gab es durch die Tore von Frank Löning und Anton Fink wieder Grund zum Feiern und zum Jubeln. Nee, ich denke, erste Halbzeit war sicherlich verbesserungswürdig und ich denke, das haben wir dann auch gleich in der zweiten Halbzeit die gute Antwort gezeigt. Sind schnell in Führung gegangen, haben das zweite nachgelegt. Das Einzige, was man uns vielleicht vorwerfen kann, ist, dass wir das dritte Tor vielleicht nicht machen und dann durch das 2:1 kurz vor Schluss noch mal ein bisschen das Zittern bekommen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein mit dem Sieg. Ich weiß nicht, ob es so souverän war heute. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Chancenverwertung im Moment. Wir sind durch die erste richtige Chance, glaube ich, 1:0 in Führung gegangen, haben dann relativ schnell das 2:0 nachgelegt. Und ja, ich denke, dass Erfurt trotzdem auch gute Chancen hatte. Erste Halbzeit hat Penner 1-2 Mal sehr, sehr gut gehalten. Ja, und dann wird es kurz vor Schluss durch den Elfmeter nochmal eng. Und ja, wir freuen uns. Es war heute kein schönes Spiel von uns, das muss man ganz klar so sagen. War kein Leckerbissen, aber wir freuen uns über die 3 Punkte und müssen halt auch mal solche Spiele gewinnen. Ja, es war Christian, schönen Dank. Und es gibt eigentlich aus meiner Sicht nicht allzu viel anderes zu dem Thema heute zu sagen. Wir haben zumindest in der ersten Halbzeit heute überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden. Ich denke schon, dass die Mannschaft unbedingt diese kleine Serie fortsetzen wollte. Wir wussten, das ist auch klar, dass die Erfurter gerade im Spiel nach vorne, in der Offensive sehr viel Potenzial haben. Und wenn wir sie dort spielen lassen, dass wir dort große Schwierigkeiten bekommen könnten. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir große Schwierigkeiten bekamen, auch in der ersten Halbzeit nicht. Aber Fakt ist eins, wir hatten überhaupt keine torreife Situation, an die ich mich erinnern kann. Ein Torschuss von Fabian Stenzel fällt mir dort ein. Das war es aber auch schon. In der zweiten Halbzeit haben wir dann sicherlich an diesem Tag heute das Glück gehabt, im richtigen Moment die Tore zu machen, die kleinen Fehler in der Erfurter Mannschaft zu bestrafen. Und wie der Christian schon sagte, haarsträubend war natürlich in der Tat die Entstehung zum 2:0, wo wir in einen Konter reingeraten, den man zumindest, wenn man führt, aber auch insgesamt so nicht zulassen sollte. Aber im Gegenzug fällt dann das 2:0 und trotzdem hatten wir draußen immer noch das Gefühl, hier ist das Ding noch nicht durch. Das hat sich auch gezeigt. Und wir mussten bis zum Schluss dann zittern. Aber wir haben diese 3 Punkte und ich bin mir sicher, trotz dass der eine oder andere Spieler heute bei uns sicherlich Blei an den Füßen hatte, was immer im Kopf anfängt, was ich nicht negativ meine, dieser Wille hier heute unbedingt diese Serie fortzusetzen, kann auch sein, dass das den einen oder anderen heute ein bisschen von seiner Leistung abgebracht hat, denn diese Kompaktheit, diese Lauf- und Zweikampfstärke der vergangenen Spiele konnten wir heute nicht so rüberbringen. Aber wir nehmen auch diesen Sieg natürlich gerne mit und den Erfurter wünschen wir natürlich, dass sie nächste Woche den Bock umstoßen. Dankeschön.